Ja, es war einfach kein schönes Spiel wieder. Es ist unheimlich anstrengend, nenne ich es jetzt einfach mal, von Woche zu Woche gegen so Abwehrbollwerke zu laufen, wo zwischen den Ketten einfach unheimlich wenig Platz ist, wo wir einfach mehr und schneller hätten am Anfang die ersten Minuten wirklich über Außen spielen müssen. Das hat alles ein bisschen zu lange gedauert, wollten dann doch immer wieder durch die Mitte ein bisschen den Ball stibitzen sozusagen. Und in dem Moment hatte ich ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Zeit und dann habe ich einfach mal gedacht, ja, haust du mal einen drauf. Eigentlich war er gar nicht so fest, hatte ich das Gefühl, aber er war platziert und das reicht ja meistens auch aus. Also ich habe gestern noch geübt und ich war auch auf dem Papier, es steht auch, dass ich Freistöße nehmen darf und Bobby hat einfach gesagt, nimm einfach und dann ist einfach reingegangen und hat mir gefreut. Vom Ergebnis her muss ich sagen, bin ich schon zufrieden. Wir waren sehr konsequent in unserer Chancenauswertung. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir dann auch zum Erfolg kamen mit einem Fernschuss aus der zweiten Reihe von Poppy. Das war so ein bisschen der Türöffner. Mussten aber auch im Vorfeld die ein oder andere brenzlige Situation überstehen. Duisburg stand tief und war bei Kontern immer gefährlich. Deswegen bin ich jetzt nach dem Spiel sehr zufrieden, dass wir das Ergebnis dann auch doch so deutlich gestalten konnten. Und ich denke, unterm Strich war es auch verdient. Also grundsätzlich war es echt schwierig, sich da richtig in die Box reinzuspielen. Das ging, wenn wirklich nur mit Flanken über außen. Und wenn da wirklich solche Abwehrketten einem vorstehen, dann muss man einfach mal auch aus der zweiten Reihe dann mal schießen. Und wenn wir die Bälle dann wirklich auch so satt treffen, wie wir das in dem Moment getan haben, dann sind es erstmal schöne Tore. Das kommt das erstmal dazu. Und wir sind glücklich, dass wir da natürlich auch noch immer mehr Druck dann abgefallen ist mit dem nächsten und nächsten und nächsten Tor. Also die haben einfach lange Bälle gespielt von hinten und wir wussten auch, also die stehen einfach hinten drin und vorne haben die eine gute Spielerin und sie hat das auch ganz gut geklärt. Aber wir müssen das einfach zusammen besser hinten machen, Lena und ich. Aber wir haben auch darüber geredet und ich glaube, die zweite Halbzeit war auch viel besser. Also es ist besser, dass es jetzt passiert, dass wir das verbessern können und hoffentlich passiert das nie wieder. Also Duisburg war ja mit einer Fünferkette am 16er, vier davor, eine Spitze haben sie hochgelassen. Das war ein ähnliches Spielgeschehen wie auch letzte Woche. Ich finde, wir haben schon versucht, die Lösung zu finden und auch besser zu finden als noch in der letzten Woche. Aber klar, wenn eine Mannschaft tief steht, dann wollen wir über außen kommen, dann wollen wir versuchen, mit Flanken in die Box zu kommen. Das ist uns bei dem zweiten Tor hervorragend gelungen, fand ich. Genau das war so die Idee für dieses Spiel. Und auch mit Standardsituationen, das war ja auch bei Doms Freistoß, und auch Fernschüsse. Natürlich ist das ein Mittel gegen tiefstehende Mannschaften und heute war es dann auch erfolgreich. Ich glaube, dass die eine oder andere Chance noch hatten wir noch, aber unterm Strich einfach konsequent diese Chancen genutzt, egal wie, und am Ende die drei Punkte mitgenommen, klares Ergebnis, sind zufrieden. Grundsätzlich ist für mich immer wieder was Besonderes, hier wieder zurückzukehren, könnte man sagen. Es sind unheimlich viele noch aus den früheren Zeiten da, von den Fans. Meine Familie kommt immer wieder hierher, wenn wir hier in Duisburg spielen. Viele Freunde sind auch da. Und klar, dass ich dann natürlich hier auch noch treffen darf oder getroffen habe, freut mich natürlich umso mehr, dass ich da dann auch meiner Mannschaft helfen konnte, Richtung Siegestraße zu fahren sozusagen. Also wir sind einfach ruhig geblieben und dann haben wir so noch ein paar Tore geschossen und ich glaube 6-1 ist ein ganz gutes Ergebnis und ich denke, wir sind alle froh, dass wir die ersten zwei Spiele so gut gemacht haben. Es war so, dass einfach Claudia natürlich enttäuscht war, dass sie letzte Woche nicht im Kader war. Wäre auch schlimm, wenn nicht, und sie hat eine starke Reaktion gezeigt, aber auch alle anderen Spielerinnen haben natürlich weiter Gas gegeben und heute hat sie das wirklich gut gelöst. Es war auch kein leichtes Spiel, eben weil die Räume sehr, sehr eng waren. Aber sie hat es sehr, sehr gut auf den Platz gebracht und wir wissen, was wir an ihr haben. Es ist ja nicht immer die Leistung einer einzelnen Spielerin, die dann Ausschlag gibt. Ich freue mich, dass sie heute auch getroffen hat, hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, aber auch alle anderen Spielerinnen, die jetzt auch letzte Woche nicht von Anfang an gespielt haben, die heute von Anfang an gespielt haben oder dann noch reingekommen sind. Ich glaube, das zeigt einfach, dass wir in der Breite sehr gut aufgestellt sind, dass alle Spielerinnen momentan eine gute Leistung zeigen und wir auch alle brauchen. Und heute, glaube ich, war ein gutes Beispiel dafür.